Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Eigentlich hatte ich ja schon ein Video gemacht über den SD-Kartenleser vom nagelneuen MacBook Pro 16 Zoll, gleichzeitig natürlich auch 14 Zoll. Und es kam aber sehr, sehr viel Fragen. Und ich hatte vergessen, das Thema UHS-II-Karten zu beleuchten. Und genau das machen wir jetzt in diesem Video. Also wen es interessiert, wie schnell der Kartenleser hier mit UHS-II-Karten vom MacBook Pro arbeitet, der möge dranbleiben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Aktuell steht hier mein MacBook Pro 16 Zoll mit dem M1 Max Prozessor und ich kann nur sagen, ich bin total zufrieden mit diesem Gerät. Es arbeitet, es wuchtet, es macht alles, was ich möchte und teilweise sogar schneller, als ich erwartet hatte. Also ich habe noch nie ein Gerät gekauft, das meine Erwartungen quasi übertrifft. Also manchmal ist der schneller, als ich jetzt mal den Kaffee trinke beim Rendern oder irgendwas anderes. Also es ist schon ein geiles Gerät und es hat natürlich auch hier den SD-Kartenleser verbaut. Wir haben normale SD-Karten schon getestet. Jetzt geht es mal um UHS-II SD-Karten. Und da gab es viele Zuschriften von euch. Unter anderem wolltet ihr auch Lese- und Schreibedaten von mir haben. Die machen wir jetzt auch. Aber vorher gibt es noch mal eine SD-Karte, die ich rausgesucht habe. Und zwar ist das das günstigste von Amazon. Die Karte kostet 37 Euro. Und das ist die Transcend UHS-II V90 mit 64 GB in der Geschwindigkeitsklasse 10. Lesen bis zu 285, schreiben bis zu 180 MBits. Und wie gesagt, der Preis 37 Euro ist in meiner Videobeschreibung verlinkt. Das günstige Teil, das testen wir heute mal am SD-Kartenleser vom MacBook und gucken so ein bisschen, wie die kooperieren. Apple hat nun endlich auch die technischen Daten vom SD-Kartenleser veröffentlicht und das gegenüber dem Leaker Dan Seifert. Und hier bestätigt Apple, dass der SD-Kartensteckplatz im neuen MacBook Pro 14 und 16 Zoll UHS-II fähig ist, aber leider nicht so zukunftsweisend wie UHS-III mit über 600 Mbit, aber Gott sei Dank natürlich auch nicht so langsam wie UHS-I mit ca. 100 Mbit. Damit lassen sich jetzt Daten von bis zu 312 Megabyte pro Sekunde auf die Karte schreiben oder von ihr lesen. SD-Karten gemäß von UHS-II bekommst du ja aktuell zwischen 64 und 256 Gigabyte, aber du musst natürlich dann auch schon mal beim Preis schauen, denn die sind ziemlich teuer. Zusammengefasst, der SD-Kartenleser unterstützt UHS-I, UHS-II bei den SD-Karten, keine CF-Karten und kein UHS-III. Und in meinem Test geht es jetzt darum, 60 GB auf die Karte zu schreiben bzw. von ihr zu lesen. Und als erstes machen wir das hier mit dem Ugreen SD-Kartenleser, ganz handelsüblich mit USB-C-Anschluss und einfach reinstecken und zack, funktioniert's. Und wir sehen natürlich, dass das schon richtig böse lange dauert. Hier, weil der natürlich nicht aufwärtskompatibel ist mit UHS-II. Ich denke, das ist ein ganz normaler, handelsüblicher SD-Kartenleser. Und 12 Minuten ist echt zu langsam, also beim Lesen und beim Schreiben. 12 Minuten circa, das ist wirklich ein bisschen zu viel Zeit. Geht schneller, sagt der neue SD-Kartenleser vom MacBook Pro. Und jetzt schauen wir uns hier mal die Zeit an. Und zwar geht es darum, die 60 GB auf die Karte zu schreiben und das dauert in etwa 4 Minuten und 20 Sekunden. 60 GB von der Karte zu lesen ist zeitlich dann doch schon ein bisschen schneller mit 3 Minuten und 30 und das kann natürlich an der Karte liegen. Es gibt natürlich noch bessere Karten. Du kannst mit den SD-Karten im UHS-II Format bei 128 GB bis zu 170 Euro ausgeben für eine Karte, dann bist du natürlich ein bisschen schneller bei den Geschwindigkeiten. Du kannst auch für 64 GB 37 Euro ausgeben und dir zwei Karten kaufen und dann vielleicht mal auf 3, 4, 5, 6, 7 Sekunden verzichten und hast noch ein bisschen Geld gespart. So habe ich es gemacht. Link ist in meiner Beschreibung. Aber ansonsten sieht man natürlich, dass der SD-Kartenleser hier vom MacBook Pro 16 Zoll seinen Job macht und bis zu UHS-II natürlich nach oben geht. Schöne Sache, also jetzt wisst ihr Bescheid. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, einfach direkt hier in meine Kommentarleiste vom Video mit reinschreiben und ansonsten hoffe ich, ich konnte euch jetzt eure Fragen beantworten. Vielen Dank fürs Anschauen, gebt mir gerne ein Like bzw. ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich freuen, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sehr gern bis zum nächsten Video.